Okay, ja, scheint alles zu funktionieren. Ja, läuft alles, läuft alles. So, jetzt haben wir schon eine Weile nicht mehr miteinander gespielt. Ich dachte mir, aber es wäre mal wieder langsam Zeit, ne? Noch einen Monat oder so. Hallo Kuh. Oh. Nach einem Monat oder so mal wieder ein bisschen spielen. Gucken, was noch so läuft. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Da hinten muss noch die Brücke gebaut werden. Die Felder müssen erweitert werden. Das Haus sollte noch ein bisschen größer werden. Das sieht ja, wie gesagt, so ein bisschen halb abgeschnitten aus. Unser schöner See, der so eher so ein Tümpel geworden ist und so ein bisschen brach liegt. Wir haben kein Werkzeug, kein vernünftiges. Hier muss die Quelle noch hin. Der Weg muss noch weitergeführt werden. Hier fehlt noch ein bisschen was. Also es ist noch gut zu tun und ja, ne? Schauen wir mal. Wir könnten natürlich hier gucken, dass wir hier die Brücke weiterbauen, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß, wie ich die geplant hatte. Ich habe ein bisschen Steine dabei, ein bisschen Zeug. Es reicht natürlich alles irgendwie nicht, um dann hier jetzt die Brücke zu bauen. Ich glaube, ich muss da nochmal recherchieren, was ich gemacht habe. Machen wir dann irgendwann mal. Ja, hier machen wir mal eben Dings rein und dann. Ich glaube, wir hatten den Hammer gehabt, mit dem das ging, ne? Meine Güte. Technik, Werkzeug, wieso ist das nicht mehr zentriert? Ach, ich denke nicht drüber nach. So, ja, dann neue Mein-Test-Version. Mein-Test-Version, okay. Ja, neue Mein-Test-Version, alle Mods geupdatet und noch nicht wieder gespielt, also es ist so ein bisschen blind. So ein erster Test mit den Mods, die zur Verfügung stehen, mit den neuen und ob meine ganzen Sachen alle noch funktionieren und ob das flüssig läuft. Okay, gerade eben hing das so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal. Ich glaube, der Ton ist ein bisschen laut oder ist es im Headset? Kann natürlich auch im Headset sein. So, ja, jetzt wird es erstmal wieder Nacht. Wir könnten hier mal ein bisschen ernten vielleicht, sonst kurz einfach mal nebenbei, wenn es dann gleich wieder Tag wird. So. Ein bisschen die Felder vervollständigen hier. Sind übrigens immer noch 30 Grad im Schatten. Immer noch Ventilator aus und Fenster zu, weil sonst zu laut zum Spielen und beziehungsweise zum Aufnehmen. Macht das Ganze natürlich so ein bisschen kuscheliger hier gerade hier oben. Wahrscheinlich irgendwie schon wieder 30 Grad im Schatten. Wie immer. Ja, man kennt das ja. So. Ups. Lange nicht mehr gespielt. Erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Ja, dann war es das auch schon. Fast zu geworden hier. So, man sieht unten. Hier unten, da, unten, unten, da in der Ecke. Unten links. Ein Counter. Ich mache mal hier, dass man das auch sehen kann. Der Counter sagt letztendlich an, wann habe ich gestartet mit dem Spielen. Und die Aufnahme läuft auch tatsächlich. Ja, die Aufnahme läuft auch tatsächlich. Und wie spät ist es aktuell, also in der Realität, nicht im Spiel, sondern tatsächlich die echte Uhrzeit und wie lange ich gespielt habe. Ja, ich überlege nämlich, ob ich mal so ein bisschen gucke, dass ich einfach jetzt durchspiele und die Sachen dann irgendwie schneide und in Teilen hochlade. Das habe ich bisher ja nicht gemacht. Ne? Bisher war eben einmal spielen, einmal uploaden, einmal spielen, einmal uploaden, einmal spielen, einmal uploaden. Oder auch weniger uploaden. Ne? Also, und von daher, ja, da der Spielspaß mit dem Spielen ja erst kommt, aber so nach einer Dreiviertelstunde bis Stunde sowieso dann immer wieder Schluss ist, war halt immer so ein bisschen komisch. Deswegen dachte ich mir, ich guck mal, ob ich so ein bisschen am Stück aufnehme, einfach eine ganze Zeit lang und hinterher dann eben zwei, drei Teile draus mache, je nachdem, wie lang das dann ist und das dann eben einfach, ja, geteilt hochlade. Ne? Das machen ja viele so. Und damit so ein bisschen der Überblick behalten wird, dann hier eben unten. Von wann ist die Aufnahmesession und wie spät ist es jetzt in dem Moment und wie lange habe ich schon gespielt? Ne, so ein bisschen als Überblick. Ist eine Mod von mir, kann man runterladen auf meinem GitLab-Account und ja, ne, mal angucken, es ist nicht so ganz bugfrei. Ich würde sagen, wie die Truhen, aber die funktionieren, waren auch nur so halb.
Warum machen wir da die... Achso, da ist wahrscheinlich hier deswegen, wegen der Fackel geht nur die eine Seite auf. Was war das hier gerade? Naja. Ja, wie gesagt, die Truhen nur so halb, aber die Truhen funktionieren dann doch ganz gut. Hier könnte übrigens noch eine hin, eine Truhe. Hier vielleicht ganz in die Ecke oder da so davor. Ich glaube ganz in die Ecke. Ne? Gucken wir, haben wir noch ein bisschen Holz dabei vielleicht noch irgendwo. Lehm, Kies, nein, nein. Holz. Holz haben wir auf jeden Fall genug. Das sind 8. So, so. Zack, zack, zack. Bam, 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 bam. Dam, 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 dam. So. Das sind aber alles normale Truhen, genau. So, hier, oh, hier die Ecke schön rein. So. Ups. So. Fackel dann dahin und Schild dann davor. Was ist denn hier eigentlich mit dem? Hm. 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 So. Werkzeuge. Zeuge und sonstiges, hatte ich die so genannt? Ich glaube ja, ne? Ah, jetzt ist es wieder so mehr oder weniger zentriert. Und der Hammer kann erstmal wieder weg. Und die Truhe da ist auch wieder weg. Ich denke nicht drüber nach. Solange sie funktioniert, ist das okay. Ein Schild haben wir noch hier. Die Truhe ist auch wieder nur so halb da. Zack, da ist er wieder. Geil. Naja. So, was wir daran tun, keine Ahnung. Jetzt haben wir sie auf jeden Fall und könnten was reintun. Vielleicht machen wir hier einfach so ein bisschen Cobblestone in die Kiste. Bei der Gelegenheit mal ein bisschen Cobblestone hier in die Kiste. Dann haben wir hier Möbel im weitesten Sinne. Ne, die Treppen, das sind ja auch irgendwie... Ah, okay. Die waren nicht von mir. So, nee, wir haben doch so eine Steinzeugkiste, ne? Die können hier bleiben. Wir haben doch hier eine Kiste dafür. Zack, 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 zack. So, so ist schön, genau. Da können wir eigentlich auch mal was draus machen. Mal gucken, ob wir da so ein bisschen Brot draus backen können vielleicht. Ups. Der so rum, ne? Nein. So, ne? Nein. Ich weiß es doch nicht. Lassen wir das. Brot ist eh unwichtig. Felder müssten wir auf jeden Fall erweitern. Ich habe letztes Mal beim Rundflug gesehen, ich habe ja einmal einen so einen Rundflug gemacht, komplett hier um den See drumherum und eben um den kleinen Bereich hier. Das ist doch sehr klein, also vielleicht kriegen wir gar nicht alle Felder drauf. Wir gucken mal. Ja, wir haben Zeit, die Session läuft und wir haben Zeit und Zeit und Zeit. In die Höhle gehen können wir eigentlich auch nochmal. Also es gibt so viel zu tun noch. Weißt du was, ich glaube diesen komischen Kram hier, den gucken wir mal, ob wir den irgendwie entsorgt bekommen. Ach guck mal, da steht noch ein Baum. Da hinten schwebt ja auch einer. Ja, im weitesten Sinne ist das hier Essen, ne? So, dann, Kartoffeln haben wir noch. Das kommt eigentlich mal in die Kiste unten alles. Dann würde ich nämlich tatsächlich mal sagen, Lehm, Erde, Kies hier. Ja. Ist jetzt... Naja. ja. Nehmen wir mal so hin, ist in Ordnung, passt schon. So, ja. Kurz mal kratzen hier. Ist er doch, wie gesagt, ein bisschen wärmer, dann Headset geschlossen. Ich habe übrigens ganz viel Zeug hier rumstehen. Gesunden, energiehaltigen, naja.
Wollen wir keine Werbung machen. Energiehaltigen Saft. Dann genauso gesunden, energiehaltigen, lauwarmen, fast leeren Kakao. Dann billig M&M's aus dem Discounter. Dann Weintrauben. Ich glaube, damit sind wir dann voll abgedeckt, oder? Hm. Noch nass. So. Oh. Nachdem wir das dann auch erledigt haben, räume ich hier noch so ein bisschen Kram weg und dann gehen wir mal kurz in den Keller. Beziehungsweise dann eben noch ein Stockwerk tiefer. Öko-Kram war hier, ne? So. Wir brauchen auf jeden Fall, wir nehmen da einfach mal ein bisschen was von mit, das ist ja egal, wir haben ja genug, haben ja mal gesammelt, beziehungsweise eigentlich wollte ich das ja auch nochmal für andere Sachen verwenden. Moment, wir tun mal hier wieder die Hälfte davon hier rein, beziehungsweise machen das ganz einfach, wir nehmen hier einfach, Zeug mit, weil mit denen baue ich sowieso nicht, das heißt, die können wir dann für alles Mögliche verbraten. Wir brauchen nämlich erstmal so ein bisschen Billigwerkzeug. Wir brauchen ein paar schöne spitze Hacken. Beziehungsweise mache ich mal nur eine. Wir haben ja dann Zeug dabei. Ich kann ja welche machen, wenn ich welche brauche. So, das machen wir hier mal alles schön in die Ecke. So, dann haben wir... Ah, funktioniert auch noch. Funktioniert auch noch hier das... Ja, gut. So, ja, funktioniert alles, wie es funktionieren soll. Ja, hier das komische Ding hier, das kann ich eigentlich mal weglassen. So, Steinzeug. Zack. Wisst ihr Bescheid? das ist komische Ding, sieht echt komisch aus. Dann... hier war das, ne? Genau, hier ging es runter. So. Bisschen wenig Fackeln vielleicht, ne? Wir haben es ja doch ein bisschen dunkler draußen. So unten. Und das heißt... Bergbau? Nein. Dass die Truhen alle nur auf und nicht wieder zugehen. Wir machen einfach mal ein paar Fackeln. Machen wir auch nicht zu viele, weil so ein bisschen Kohle finden wir ja noch. Und wir haben ja genug dabei, aber so für den Anfang erstmal irgendwie 72 müsste reichen. Gehen wir hier wieder runter. Eigentlich können wir auch mal ganz kurz hochgehen, einfach nur, weil es geht. Da müsste noch ein Bett rein. Hier müsste auch noch irgendwas rein. Ich meine, jetzt haben wir die Räume schon. Hier wird eh noch erweitert darüber. Ich habe auch schon ein bisschen eine Idee, wie wir das machen könnten. Mal gucken, vielleicht machen wir das in dieser Session, vielleicht in der nächsten, vielleicht kommt das noch in dieser Folge dran, vielleicht in der nächsten. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit. No, guck mal, 14 Minuten spielen wir schon. Deckt sich auch, naja, fast mit der Aufnahme. Ein paar Sekunden Verzögerung, weil ich die Aufnahme ein bisschen später gestartet habe, natürlich. So, hier muss auch noch irgendwie schön gebaut werden. Hier können wir eigentlich mal den ganzen Scheiß runterfallen lassen. So. Hilft uns natürlich jetzt ungemein weiter. Ungemein weiter. Sagen wir, gehen hier einfach mal ein bisschen farmen. Wir müssen auf jeden Fall farmen. Also wir werden nicht drum rumkommen. Eine Folge vielleicht oder einfach jetzt eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, 10 Minuten, 5 Minuten zu farmen. Einfach, weil wir Zeug brauchen. Na, wir haben ja gar nichts. Ne? Wir haben das billige Steinwerkzeug und ansonsten war's das. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich habe ein Schwert vergessen. Zack. Zack. Ja, bim, 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 bim. Ne, so, ne? So, dann haben wir ein Schwert. Rüstung hatten wir, glaube ich, noch, ne? Genau, Eisenrüstung ist noch relativ gut. Dann wollen wir mal. Kohle, 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 Kohle. Naja. Upsa, da kommt ein bisschen Sand runter. Solange es da jetzt nichts irgendwie entgegenkommt, ist alles gut. Kohle, Kohle, tralala, Kohle. So. Aber hier ist auch irgendwie, ne, nur Kohle. Ich glaube, hier war ich auch schon mal und habe so ein bisschen Zeug rausgeholt, ne? Ah, Kohle.
Zu Anfang werden wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Kohle brauchen. Später, wenn dann der Ofen elektrisch ist, hat sich das dann auch erübrigt. Und Steinkohle können wir dann ja immer noch machen. Wieso war hier eigentlich irgendwie so gar nichts? Hier bin ich doch schon mal durchgelaufen und habe gemerkt, dass hier nichts ist, oder? Ah, guck mal, hier geht's weiter. War ich bestimmt auch schon mal. Oh, 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 da geht's aber tief runter. Noch so eine Ratte. Pam. Aua. Gibt's da eigentlich was für? Nö. Dann lassen wir die Viecher mal in Ruhe. Ah, hier habe ich dann, glaube ich, aufgehört. So. Wenn wir jetzt abstürzen sollten, wäre natürlich blöd, weil dann das ganze Zeug weg ist. Andererseits, wir haben ja Zeit. So. Hoppa. Hey. Hoppa. Jetzt aber nicht übermütig werden hier, ne? Ich würde mal sagen, wir gehen da mal runter. Ja. Bei der Gelegenheit machen wir hier ein bisschen Licht. Ah. Oha. Oha, das geht aber hier. Oh, kurz mal warten. Moment. Da geht's aber tief runter. Hier ist ganz viel Zeug, was wir uns holen werden. Oder auch nicht. Wie wollen wir uns das Zeug denn da oben holen? Gut, unten gibt's wahrscheinlich noch mehr. Wir können auch hier einfach mal runtergehen. Ein bisschen Gold. Ein bisschen, müsste Zinn sein, oder? Nee. Ups. Ja. Blei kann man immer gut gebrauchen. Ja, wir machen hier mal ein bisschen Ordnung. So, Kohle brauchen wir sowieso nur zum irgendwas machen. Das ist egal. Das ist eigentlich auch egal. Dann machen wir hier mal das hier hin, obwohl... Wir machen das Schwert mal in die Mitte. Da machen wir hier mal ein bisschen so. Der Kram da hinten, das ist okay so. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt wird gerade bei mir ganz hell und ich sehe hier überhaupt nichts. Ihr seht wahrscheinlich noch weniger. Ist ein bisschen schwierig. Ich kann es auch leider nicht dunkel machen bei mir. Weil Dachfenster und so. Und da ist nichts davor. Das heißt, wir bauen uns hier ganz gemütlich langsam runter. Wir gucken einfach mal. Man muss ja nicht runterrushen hier. Wir haben ja Zeit. So. Auf dem Server habe ich das auch mal gemacht. Ich spiele ja auch, wenn auch nicht regelmäßig, aber ab und an mal auf einem Server. Und auch da habe ich mich einfach mal runtergebaut. Mit den entsprechenden Tricks kommt man da auch ganz, ganz schnell legal runter. Also ohne da jetzt irgendwie Schindluder zu treiben. Das Einzige, was man natürlich machen kann, man kann sein Gamma ein bisschen hochschrauben, dann sieht man einfach ein bisschen mehr und braucht keine Fackeln setzen und dann geht's abwärts. Und da auf Servern die Mobs ja traditionell eher schlecht laufen, braucht man da auch keine Angst vor Mobs zu haben. Weil die sind zu langsam, um einem wirklich was tun zu können. Da bin ich dann relativ schnell unten gewesen. Ist schön, weil man kommt sehr schnell sehr tief. Andererseits ist natürlich spielspaßmäßig so wesentlich geiler, weil man hier wirklich irgendwie sich gemütlich runterbaut und hier mal ein bisschen was mitnimmt, da mal ein bisschen was erkunden kann. Auf dem Server kann man sich halt einfach mehr oder weniger runterfallen lassen, wenn man so möchte, ne? Mit der entsprechenden Rüstung. Irgendwann, wenn man dann ziemlich weit unten ist, kriegt man dann ja, Material, womit man sehr stabile Rüstungen bauen kann. Das machen wir dann später auch noch irgendwann. Und da kannst du dich dann echt irgendwie ja, so eine halbe Halle mit runterfallen lassen, mehr oder weniger. Ich sehe da... Irgendwas will da doch irgendwas von mir. Hallo, du Viech, wo bist du? Da bist du. Da ich ja eine schöne Rüstung habe, kannst du mir erstmal nichts antun, aber ich hau dich mal kaputt. So. Kriege ich da irgendwas für? Jetzt stirb auch. So. Ja, genau. Also, da ich eine Rüstung habe, alles gut. Hier eine Fackel wieder hinsetzen. Hier eine Fackel hinsetzen. Da eine Fackel hinsetzen. Hier geht's auch noch weiter. Eieieiei. So. Jetzt hat mich das Viech da irgendwie rausgerissen gerade. Ist nicht weiter tragisch. Ich kann ja einfach irgendwann neu ansetzen. So, hier Kohle und hier, ist das Chrom oder ist das Silber oder was ist das? Silber. Zinn. Kupfer. Sieben, ja, das ist nicht schlecht.
kann man da nämlich mit dem entsprechenden Werkzeug und den entsprechenden Tricks dank Mod ein paar Mesekristalle draus machen. Das ist ja auch ganz schön. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Mesezeug, mit dem man dann auch gut arbeiten kann. So. Hier geht's aber. Ist hier vorbei oder? Hier geht's wieder hoch. Ah, wir gucken mal. Ups, hier geht's wieder hoch. Hoppala. So. Ups, na, da war ja nichts. Hier geht's hoch. So. Uiuiuiui. Meine Güte, jetzt bin ich gleich wieder oben, ne? Ich wollte doch eigentlich runter. Ja. Gut. Wir lassen das erstmal und gehen jetzt hier so ein bisschen Zeug rausholen. So. Bisschen Kohle mitnehmen hier noch. Und bei der Gelegenheit gehen wir mal kurz ein Stückchen zurück, wo schon besser ausgeleuchtet ist. So wie hier zum Beispiel. Und 6. Schade, reicht noch nicht für den Ofen. Dann machen wir hier kurz. Jetzt haben wir 3, das heißt. Ups, wo ist sie denn? Hier ist sie. Ja, geil. Hm, okay. Ach, das macht das Wetter. Beziehungsweise die weiterhin steigende Temperatur hier in diesem Raum. Und, so, müsste reichen, oder? 12 reicht, ja. Machen wir uns nämlich jetzt einfach mal kurz ein Öfchen. Und dann machen wir uns nämlich hier schön mal ein bisschen Material. Und dann machen wir hier nämlich ein bisschen. 2 reicht vielleicht, keine Ahnung. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, komm, scheißegal. Machen wir eh, also von daher. Ja. Ah, gekleckert. Nicht mal trinken kann ich richtig. Na ja, gut, ist schon wieder vorbei hier. Lecker Weintrauben. So. Da wir im Singleplayer sind, geht das hier auch schön schnell mit dem Material. Und dann würde ich nämlich sagen, den Scheiß, den können wir wegschmeißen, brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt richtiges Werkzeug. So. Zack. Zack. Und zack. Ofen, ja, scheißegal, komm. Kann da bleiben, soll nicht weiter stören. Lalalala, wir brauchen noch mehr Zeug. Wir brauchen noch mehr Zeug. Wir brauchen noch mehr Zeug. Mal hier ist es. Na. Da unten das Zeug, das hole ich mir gleich auch noch alles. Ah, so. Wir sind mal ein bisschen produktiv heute und holen uns ganz viel Material. Sudele. Hier und hier und hier. Kommt da nicht ran. So kommt da ran. Siehst du? Uhu! Ihr seid so böse zu mir. Ihr tut mir so weh. Warte, ich hab doch hier. Ja, ist ja. Ja, ist ja. Oh, 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 oh. Was ist das denn hier? Warum ist denn. Moment. Och, der hat einfach so Schaden gemacht. Na gut. Ja, also Monster im Singleplayer und auf dem Server sind leider null miteinander vergleichbar. Ja, das ist echt ein himmelweiter Unterschied. Singleplayer-Viecher machen einen sofort irgendwie ziemlich schnell, ziemlich kaputt. Und auf Servern, zumindest auf den Servern, auf denen ich bisher war, waren die Monster dann eher so ein bisschen... Wenn sie sich bewegt haben, war es auf jeden Fall gut. von Schaden machen wollen wir nicht reden, aber... wenn sie sich bewegen, ist es okay. Ja, wie gesagt, im Vergleich zu Singleplayer kein Vergleich. So. Hier ist ja noch mehr Kram. Den holen wir uns auch hier, den ganzen Kram. So. 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 Noch mehr. Noch
mehr Zeug. So, noch mehr Zeug. Komm ich da ran? Ne, komm ich nicht ran. Okay, dann bleibt das da so vielleicht. So. Zack. So, dann kommen wir hier nämlich wieder runter. Hier geht es nämlich tiefer. Und wir wollen ja mal gucken, wie tief wir kommen. Ich habe ja, ich glaube, ich habe das zu Anfang gesagt. Ich habe am World Generator so ein bisschen rumgetweakt, dass alles ein bisschen größer wird. Nicht extrem viel größer, aber schon ein deutlich größer. Und ja, ich bin bisher noch nicht enttäuscht. Ab einer gewissen Tiefe kommen dann auch irgendwie von einer Mod noch speziellere Höhlen, die so ein bisschen Höhlendesign haben und ich glaube, das wird schon ziemlich cool. So. Hier geht's tiefer erstmal. Hier geht's tiefer. Oh, hier ist Zeug. Oh, ich habe übrigens ein Mesecrystal. Okay. Ja. Gucken wir mal. Ich glaube, ab 265 oder ab 500 habe ich eingestellt mit den speziellen Höhlen. Ah, wird sich gleich zeigen. Wo sind wir denn überhaupt? 300. Also ab minus 265 war es dann auf jeden Fall schon mal nicht. Okay, dann ist es wahrscheinlich ab minus 500. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Wir gehen auf jeden Fall erstmal tiefer hier. Und machen dabei mal ein bisschen Licht, damit es nicht so ganz schlimm wird. Und wir gehen wieder höher. Okay, dann gehen wir halt wieder höher. Auch recht. Aber hier geht's tiefer. Ups. Es sieht immer so abgrundmäßig aus, ne? Weil ist das dann einfach ein Absatz nur. So, aber hier ist richtig schön viel Zeug. Hier können wir gleich mal gut ernten gehen. Meine Güte, okay. Oh, okay. Hallo. Halt die Fressen. Halt dein Schnauzen, hab ich gesagt. Halt dein Schnauzen, du Viech. Geh hier mal bitte von mir runter. 5, 4, 3, 2, 1. Genau, und jetzt bist du noch fällig. Warte mal. Ja. Ich hab gesagt, du sollst deine Schnauzen halten. Ist interessant, dass man nicht so schnell hintereinander die Viecher hauen kann, sondern immer kurze Sekunde warten muss. So, also, wir waren stehen geblieben bei, halt deine Schnauzen. Wir waren hier stehen geblieben bei Ernten. So. So. Dann ernten wir hier auch mal kurz. Upsa. Ja. Aber der hat jetzt irgendwie keinen Schaden gemacht, ne? Weil der auf mir drauf stand? Oder warum hat er jetzt nicht so viel Schaden gemacht wie der andere Viech-Zeug-Typ da gerade eben? Naja. Hier ist auf jeden Fall mal... Oha, guckst dir an. Ja, guckst dir an. Das ist so ein bisschen... Bisschen Jackpot. So, hier, schön die Kohle, die können wir immer gebrauchen. Und dann machen wir hier so ein bisschen Kupfer. So. Ne, ich glaube, das war Eisen und das hellere war Kupfer, ne? Genau, das hellere war Kupfer. So. So. So, hier, apropos hell, hier wird es auch gerade hell. Das ist ein bisschen bewölkt heute, trotzdem irgendwie kuschelig warm. Müssen wir durch. So. Zack. Hatten wir jetzt hier? Hier waren wir, glaube ich, soweit mit allem irgendwie zufrieden. Kohle, 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 Kohle. Ja. Bam, 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 bam. Hoppa. So, hier, Zeug. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Wenn wir dann irgendwie unten sind, ich wollte mal gucken. Oh, guck mal, hier ist Wasser. Ob wir irgendwie so Travelnet-mäßig irgendwas bauen können, dass wir da unten so eine Station haben, wo wir dann immer wieder hin können. Weil Höhle ist ja... Ach komm. Ups. Höhle ist ja dann auch immer wieder ein bisschen spannender, als irgendwie da jedes Mal aufs Neue irgendwie loszulaufen. Okay. Achso, da bin ich hochgeschwommen. Was ist denn hier? Ist das so eine Unterwasser? Unterwasserhöhle hier oder was ist hier? Guck mal hier. Ah, okay. Also irgendwas ist hier.
glaube, wir gehen erstmal. Hier. So. Gehen erstmal hier einmal rum. Kann man hier rum? Nein, hier kann man gar nicht rum, ne? So, hier kommen. So. So. Da geht's dann wieder runter. Okay. Wer grunzt mir hier in den Nacken, während ich hier am... Wieso stehst du auf meinem Kopf? Was soll das?